Hallo Leute und willkommen zurück zur Thief Challenge. Ja, ihr seht es schon, ich stehe hier im Kinderzimmer, im Zimmer von Marie und Maike. Und ich habe das mit den Betten natürlich noch geändert. Ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, ob das funktioniert mit dem Etagenbett. Hab dann ein bisschen rumprobiert offscreen, deshalb stehen die auch hier. Und natürlich hat es nicht funktioniert. Ich habe mich dann wieder daran erinnert. Cool. Ich habe mich dann wieder daran erinnert, was bei der Run Away Teen Challenge das Problem war. Und zwar war das Problem, dass natürlich nichts unter dem Bett stehen darf. Von daher ist ein Etagenbett in dem Sinne nicht möglich, aber halt ein Hochbett. Ich konnte jetzt leider nichts drunter stellen. Oh, wie geil! Ich wollte aber definitiv, wow, ich wollte aber definitiv für beide super gerne ein Hochbett. Und deshalb würde ich jetzt sagen, bleibt das erstmal so. Ich möchte jetzt noch mal kurz zwei, drei Dinge eventuell ändern. Geht auch ganz schnell. Ich möchte mich hier gar nicht so lange mit dem Baumodus befassen. Ich habe ja jetzt den Teppich hier hingelegt. Ihr habt mir geschrieben, vielleicht ein weißer Teppich, der die Säulen kaschieren würde. Aber, huch, da fallen beide. Was heißt fallen? Da, ja, doch, doch, der weiße Teppich ist gar nicht so schlecht. Der ist gar nicht so schlecht. Dann mit denen auch nochmal hier hinpacken. Es ist da ein bisschen blau. Kommt das hier von dem Ding? Bin ich mir gerade nicht so sicher. Also weiß ist auf jeden Fall schon ein kleines bisschen besser. Ich habe auch einen Vorschlag gelesen. Wow, hier ist das richtig kaschiert. Cool. Wow! Hä? Jetzt sind die Säulen. Okay, ich glaube, das kommt darauf an, wie wir gerade gucken. Also von wo wir gucken. Ich habe auch den Vorschlag gelesen, dass ich die Säulen wegmachen soll und darunter Säulen ausräumen, wenn ihr wisst, was ich meine. Habe mich aber dagegen entschieden, weil ich das von außen nicht so schön finde. So, jetzt können wir aber hoffentlich. Musst du nicht zur Schule? Du musst zur Schule. Sehr gut, du gehst auch. Jetzt können wir aber hoffentlich ganz normal mit ganz normalem Gameplay hier weitermachen. Du bist jetzt schon müde, ne? Ja, das ist eigentlich kein Wunder, denn ich habe euch ja mitten in der Nacht altern lassen. Max ist jetzt zur Schule gegangen. Futterst du denn wenigstens noch auf? Das will ich hoffen. Was ist mit dir? Wo gehst du hin, Marie? Wo gehst du hin? Ich habe keine Ahnung, was du tust. Rennst du jetzt einmal um das Haus herum? Stellt sie sich. Ja, sie rennt einmal um das Haus herum, um dann mit ihrer Schwester zu quatschen. Okay. Wow, was ist denn hier los? Er. Nee, 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 nee. Pass mal auf, mein Lieber. Wenn du gerade noch da oben bist, gehst du mal eben hier zur Toilette. Wir müssen definitiv jemanden finden. Ich glaube, das machen wir auch direkt mit dir, der hier aufwischt. Maja, wie geht es dir? Ganz okay, du wirst auch so langsam müde. Ja, das war echt zu erwarten, muss ich ja sagen. Sie will. Ach, jetzt räumt sie wahrscheinlich oben auf, ne? Jetzt räumt sie oben auf, wo Marc gerade das Glas abgestellt hat. Eieiei. Leute, das kann was werden mit fünf Sims hier. Ich hatte noch nie so viele Sims. Auch süß. Ah, mir fällt noch was ein. Stopp, ich habe noch was vergessen, natürlich. Ihr habt mir geschrieben, ich soll auch das Puppenhaus wegpacken. Denn schließlich hat der Max eins. Und wir könnten ja. Wir können das mal verkaufen. Und ja, wir könnten ja dann einfach das kleine Puppenhaus zum Spielen hier hinstellen, halt nicht dieses Puppentheater. Fand ich dann auch ganz gut. Habe ich überhaupt nicht. Wo ist es denn? Wo ist denn Spielzeug da? Habe ich überhaupt nicht dran gedacht, ehrlich gesagt, dass wir das ja schon haben. Vielleicht in Grün. Ich weiß nicht, ob Grün jetzt. Wow, das ist ja. Wow. Da liegen Spaghetti. Da liegen Spaghetti. Ich würde sie gerne mal eben kurz dahinstellen, sofern das. Ah, das funktioniert hier nicht, ne? Ich weiß nicht, warum die Kamera hier oben in dem Bereich so ein Problem hat und sich immer von alleine bewegt. Ich habe keinen Plan. Das passt da trotzdem nicht hin. Das ist diese Ritterburg. Das ist natürlich doof, wenn ich die Pflanze nochmal wegstelle. Hier passt jetzt gerade gar nichts mehr, ne? Pass mal auf, ich stelle die mal kurz hier raus. So, ich hätte das gerne. Kann keine anderen Objekte über. Ah. Ah, so. Nee, nee, das muss ja schon so gedreht werden. Das kann aber nicht an der Wand stehen. Warum kann das nicht an der Wand stehen? Steht das hier im Weg? Oh Gottchen, das ist doof. Ich wollte hier gar nicht so viel Zeit verbringen. Geht das nicht aufgrund von diesem Ding hier? Ich packe das gerade mal eben kurz hier hin. Jo, jo, das hier war das Problem. Es sieht aber in Grün echt nicht gut aus. Es passt nicht dazu. Dann schon eher in Blau. Dann können wir uns überlegen, ob wir den Teppich. Ja, ob wir den Teppich überhaupt noch so hinlegen. Und das hier kann dann. Ja. Na, da oben kann es hin. Ich habe jetzt gerade den Cheat nicht an, aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt haben wir wenigstens das da gerade erledigt. Und das soll es auch mit dem Bauen für diese Folge jetzt gewesen sein.
So, Marie, was ist jetzt mit dir? Möchtest du das vielleicht noch aufessen, weglegen, im Inventar platzieren? Ich mache das einfach mal, damit ich das eventuell bei Gelegenheit dann wegräumen kann. Maike, was machst du? Du hast wenig Spaß. Du hast wenig Spaß und möchtest jetzt unten Pirat spielen. Das ist auch soweit in Ordnung. So, was ist mit dir, meine Liebe? Bist du immer noch am Aufräumen, Geschirr spülen? Okay, pass auf, dann würde ich sagen, du kümmerst dich hier um die Pflanzen weiterentwickeln. Die kannst du auch weiterentwickeln. Was machen wir damit? Gar nichts. Okay. Ja, ich finde es jetzt so schade. Oh Mann, du fühlst dich unwohl, weil dreckig. Okay, und zur Toilette musst du auch. Eieiei. Leute, das wird echt eine Aktion hier mit 5 Sims. Das wird eine Herausforderung für mich. Aber okay, sie ist jetzt echt im Bett, ne? Schläft sie auch richtig? Sie macht nur ein Nickerchen. Ich glaube, ich lasse dich schlafen. So blöd, wie ich das jetzt gerade finde, dass das hier über Tag passiert. Aber was will man sonst machen, ne? Du schnappst dir Spaghetti, das ist auch soweit in Ordnung. Und Maike spielt hier oder doch nicht? Das tut mir so leid, dass du dich. Wow, Kamera, ich liebe dich einfach hier an der Stelle. Wow. Sag mal, das darf doch nicht wahr sein. Irgendwie spielst du gar nicht richtig, ne? Planke runterrutschen. Doch, sie spielt. Ach, wie toll. Schön. Aber so richtig Spaß hat sie gerade nicht, ne? Sie muss auch zur Toilette, hat Hunger, ist auch müde. Eieiei, das war echt doof, dass ich das in der vorletzten Folge so gemacht habe. Und die beiden in der Nacht habe altern lassen. Pass auf, wir machen das anders. Du gehst erst zur Toilette. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen wichtiger. Und dann schnappst du dir Spaghetti. Sind noch welche da? Pfannkuchen hergestellt von Maya Moon in Welt platzieren. Es ist nichts mehr da. Es ist nichts mehr da. Großartig. Wow, Flugzeug-Origami. Max hat sich in der Kunst des Papierflugzeugbastelns geübt und kann es kaum abwarten, sein eigenes Ultraschallmodell auszuprobieren. Okay, er ist bereits mit seinem Arbeitsblatt fertig und die Vertretung sieht nicht hin. Vielleicht ist das genau der richtige Zeitpunkt. Flugzeug werfen, auf Pause warten. Wir warten auf die Pause. Wir sind ein netter Junge. Max wirft sein Flugzeug draußen auf dem Spielplatz, wo der Wind es in die Höhe trägt. Er macht 3 halbe Loopings und eine Fassrolle, bevor es neben der Rutsche landet. Alle seine Freunde wollen, dass er ihnen zeigt, wie man so ein Flugzeug baut. Sehr schön, hat er sich direkt mal beliebt gemacht. Das freut mich. So, du gehst wie gesagt zur Toilette und dann wollte ich Caterer, verdorbenes Essen, schnelle Mahlzeit. Dann schnappst du dir von mir aus Cerealien. Und kannst dich mal mit Mama und Papa da hinsetzen und hoffentlich ein bisschen quatschen, hier über Spielzeug reden und über Lieblingstier reden. Uma, Samsomog, Bonji. Wo ist sie denn jetzt? Bist du schon im Kühlschrank? Wow. Maike, du bist so schnell, ich habe es nicht mal gesehen. Ich habe nicht mal gesehen, dass du schon so weit bist und Marie schläft da jetzt. Okay. Ja gut, das mit dem Schlafrhythmus, das werden wir in ein paar Tagen, werden wir das hoffentlich hinbekommen, dass das nicht mehr so ein großes Problem ist und dass alle zu vernünftigen Zeiten schlafen gehen. Oh, ich mag immer die Stimmen der Kinder so gerne, ne? Ich finde das so putzig. So, möchtest du vielleicht mal, mein Lieber, wichtige Lektion, Tag verschönern? Einfach mal ein bisschen nett zu deiner Tochter sein, über Interessen reden, könnt ihr auch mal machen. Und wir müssen definitiv daran denken. Das müssen wir auch mit Max machen, dass wir mal ein bisschen schelmisch sind. Denn wir haben jetzt einiges an Geld für das Kinderzimmer ausgegeben. Und falsche schlechte Nachricht, zur falschen Party einladen. Wir machen das einfach mal. Daran müssen wir echt denken, dass wir da die Schelmfähigkeit ein bisschen in die Höhe treiben, damit auch die Kids vernünftig klauen können. Du willst jetzt direkt ins Bett. Willst du richtig schlafen? Nee, du willst nur ein Nickerchen machen. Pass auf, ich schicke dich auch ins Bett schlafen und muss doch noch mal ganz kurz in den Baumodus. Denn wir verkaufen natürlich die Wiegen, bekommen dann insgesamt 300. Gut, ist jetzt nicht die Welt. Aber okay. Oh, war das nicht cool? War das nicht cool mit der falschen Party? Ach Mano, warum ist der Papa denn so unlustig? Das ist nicht cool. Was hatte er vor? Wollte er. Ich weiß nicht, was er wollte. Ich glaube, ein Nickerchen machen auch, ne? Ach, Marie ist auch wieder wach. Ach schön, Marie ist auch wieder wach. Geht er jetzt erstmal zur Toilette? Okay. Möchte sie denn vielleicht. Sie ist glücklich, das ist schön. Möchte sie vielleicht mal hier runterkommen und ein bisschen Schabernack mit ihrer Schwester machen? Gemeinsames Foto? Nein. Ja, ich muss sowieso eben warten, bis sie da jetzt zu Ende gepullert hat. Sonst unterbreche ich sie und es wäre ja nicht so schön. Ja, Marc, quatsch du da mal über deine Bücher. Passt schon. So, rumblödeln. Ja, bitte, blödel doch mal ein bisschen rum und mit Handschocker reinlegen, Grimasse schneiden zwischendurch. Und ich glaube, Marc geht jetzt ins Bett, ne? Der geht jetzt ins Bett. Will auch ein Nickerchen machen? Nein, das brechen wir ab.
Was? Warum macht sie denn jetzt ein Nickerchen? Ich habe doch gesagt, sie soll komplett und richtig schlafen. Schlafen. Weil sonst ist das blöd. Nur mit dem Nickerchen, da können die sich schon mal ausschlafen. So, die beiden Mädels hier. Ach, wie toll. Ich hoffe, das klappt jetzt auch gut mit dem... mit dem Unfug. Nicht, dass die eine da irgendwie zickig wird oder so. Das wäre schade. Das noch da rein. Und auch das noch da rein. Was habt ihr vor? Ach, plaudern. Ach, süß. Ach, toll. Ich mag das. Schön. So, was können wir noch machen? Über Süßigkeiten schwärmen mal so zwischendurch. Und dann noch ein bisschen Unfug nach wertvollen Besitztümern. Falsch, schlechte Nachricht. Nein, erschrecken. Auch geil, ne? Die Eltern schlafen. Die Eltern schlafen. Max ist in der Schule und die beiden machen hier so einen Quatsch, ne? Wollen wir dich vielleicht mal umziehen? Wobei, ganz so lange wirst du wahrscheinlich eh nicht mehr wach bleiben. Die beiden können jetzt auch pennen gehen. Wisst ihr was? Das machen wir. Ach, süß. Ihr seid toll. Wisst ihr was? Das machen wir auch. Wir schicken die beiden ins Bett. Dann verschlafen wir jetzt halt ein bisschen, aber mein Gott. So, Marie, du kannst hierhin und Michael, du kannst hierhin gehen und schlafen. Ich hoffe auch, dass das reicht mit einer Lampe hier. Ich wollte da jetzt nicht auch noch eine aufhängen. Ach, da trottet sie ins Zimmer. Ach Gottchen, die Arme. So, schwing dich da oben hoch. Das sieht immer so lustig aus. So, erstmal umziehen. Wupp. Und dann fährt sie nach oben. Marie, wo bist du? Marie, ich wollte, dass du auch schläfst. Schlafen. Was ist los mit dir? Du wolltest dann noch spielen, ne? Weil du nämlich noch gar nicht so müde bist. Aber trotzdem, in 2 Stunden kommt schon der Max wieder. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir tatsächlich mit allen irgendwie eine Tour machen und ein bisschen klauen gehen. Wir brauchen jetzt echt Geld, ne? Ich meine, ich muss das Grundstück so langsam dann mal fertig bekommen. So, zieh dich nach oben ins Bett. Wupp. Ach, sehr cool. So, alle sind am Schlafen, du bist in der Schule. Oh, das Telefon, wer ruft denn da jetzt an? Hey, Maike, wir fänden es toll, wenn du unserer Gruppe Party People beitreten würdest. Ich glaube nicht. Also, nie. Nicht wirklich, das muss jetzt nicht sein. So, dann können wir noch ein bisschen vorspulen. Gute Noten, Max ist wieder da. Ach, sehr schön, das freut mich, mein Lieber. Das ist schön, dass du wieder da bist. Dann würde ich sagen, gehst du als allererstes mal unter die Dusche. Und dann können wir vielleicht Hausaufgaben machen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht zu irgendeiner Familie gehen, die auch Kinder hat oder so. Dass Maike und Marie sich da mit denen noch ein bisschen anfreunden können. Das wäre voll schön. So, ich glaube, dein Duschen kann ich jetzt mal vorspulen, ne? Bis du das erledigt hast und bis du die Hausaufgaben gemacht hast, ist sowieso wieder einiges an Zeit vergangen. Ihr schlaft euch da jetzt aus. Gut, Maya wird jetzt gleich aufstehen, weil sie zur Toilette muss. Was hast denn du jetzt? Ach, du hast das Katzen-T-Shirt an. Ich wollte gerade sagen, was hast du für Sachen an? Du, Ma, Wolfen. Ach, er ist auch so putzig, ne? Also, ich muss sagen, wir haben echt 3 tolle Kinder bekommen. Was hat er denn, dass er gerade aussieht, als würde er einschlafen? Ja, wir haben echt 3 tolle Kinder bekommen, muss ich sagen. Und der Marc wird jetzt definitiv so 2, 3 Folgen, wird er noch ein Kind bleiben. Und dann werde ich ihn altern lassen. Ich bin so gespannt darauf, wie er als Teenie aussieht. Wahrscheinlich auch sehr süß, sehr hübsch. So, wenn man jetzt wieder so guckt, sieht man die Säulen nicht, ne? Es ist echt merkwürdig. So, Maya, müsstest du nicht mal langsam aufstehen und zur Toilette gehen? Ich meine, ich lasse dich da gerne ausschlafen, dann seid ihr wieder die ganze Nacht aktiv. Aber mein Gott, was soll's, ne? Marc müsste dann auch mal duschen. Wie sieht das bei den beiden aus? Ja gut, das regeneriert sich jetzt ein bisschen. Die haben dann Hunger. Pass auf, mein Lieber. Du kannst in der Zwischenzeit, bin ich dafür, Void-Kreatur trainieren. Wir trainieren mal wieder Nimbus, weil ich Nimbus einfach toll finde. Wow, Blase, Hunger, Energie. Ja, aber so ein bisschen trainieren kann man noch machen, ne? Das geht schon. Ich habe übrigens auch in den Kommentaren gelesen, wow, fand ich auch sehr witzig, ist mir aber auch aufgefallen, dass Max einfach mal das größte Zimmer hat. So, er alleine, die beiden Mädels müssen sich eins teilen und er hat da so das Riesenzimmer für sich. Aber mein Gott, das ist dann halt, weiß ich nicht, der Vorteil des ältesten Kindes oder so, kein Plan. So, Madame, ich bin dafür, dass du jetzt zur Toilette gehst. Ist mir jetzt egal, ob du komplett ausgeschlafen bist oder nicht. Und dich könnten wir rein theoretisch auch unter die Dusche stecken. Gibt es da ein Problem oder? Oder wie sieht es bei euch aus? Es wäre schön, wenn ihr zusammen ins Bad geht. Eigentlich müsstet ihr zusammen ins Bad gehen können. Dürfte eigentlich kein Ding sein, oder? Ja, okay, sieht gut aus.
Sieht gut aus. So, was macht Nimbus? Nimbus wird da schön trainiert. Das gefällt mir. Wie er lacht. Toll. Dann ist Max gleich... Ach, das war's schon. Dann ist Max gleich tatsächlich der Einzige, der zu einer vernünftigen Zeit schlafen geht, ne? Mann, Mann, Mann. Oh, wir müssen auch unbedingt den Pool mal wieder nutzen. Leute, ich glaube, ich muss mal wieder eine Baufolge machen, ne? Wobei, mit 25.000 kann man jetzt nicht unbedingt so viel reißen, glaube ich. So, ihr zwei könnt aufstehen. Ihr könnt euch dann direkt, pass mal auf, ihr könnt euch direkt was zu essen holen. Ich meine, es gehen ja sowieso nur Cerealien. Nee, Quatsch. Es gehen ja sowieso nur Cerealien oder ähnliches. Joghurt, Milch, Orangensaft. Nee, nimm du dir mal bitte Cerealien und du auch. Dann futtern wir noch schnell. Oh nein, jetzt ist der Kühlschrank kaputt. Cerealien. Wie teuer wäre es, den zu ersetzen? Oh Mann. Oh Mann, Marc, du hast gerade nichts zu tun. Du hast nichts zu tun. Du kannst den Kühlschrank reparieren. Echt jetzt, das muss sein. Maya, was ist mit dir? Du willst Fernsehen schauen. Wow. Wir müssen auch Inventare mal wieder ausleeren und den ganzen Kram machen, ne? Alles ernten. So, hier kannst du bewässern und du kannst auch noch von mir aus gegen Käfer einsprühen. Ja, echt jetzt. So die letzten Folgen, das Baby oder die Babys, die Zwillinge kommen. Das Zimmer muss eingerichtet werden. Die beiden müssen umgezogen werden. Jetzt klingelt hier das Telefon. Wer ist dran? Hey, Marc, hier ist Clara. Hast du Lust heute Abend? Nein, danke. Wir machen heute einen schönen Familientag und klauen ein bisschen. Die beiden sitzen jetzt hier ganz alleine. Max pennt. Ja, das läuft. Das läuft richtig fantastisch. Wir gehen gleich trotzdem noch klauen. So, das muss sein. Ich möchte, dass die beiden ihre erste kriminelle Tat vollbringen. Über Spielzeug reden. Könnt ihr mal bitte machen. Von Herzen kommendes Kompliment und andersrum genauso. Tag verschönern. Insiderwitz können wir mal machen. Und über Erwachsene lustig machen. Ja, bitte. Könnt ihr auch machen. Wie weit bist du mit dem Kühlschrank? Ach ja, sieht ganz gut aus. Kannst du später wieder aufwischen. Du bist da gerade noch mit dem Käfer einsprühen beschäftigt. Okay. Und der Max wird gleich unsanft aus dem Schlaf gerissen, wenn wir irgendwo hingehen. Aber okay. So, ich wollte noch mal eben kurz nachschauen. 5 neue Sims kennenlernen. Gut, da brauchen wir nur noch einen. Das ist schön. 2 Bilder zeichnen, wenn inspiriert. Oh ja, wir müssen auf jeden Fall oben den Zeichentisch ein bisschen nutzen, denn ich würde gerne selbstgemalte Bilder aufhängen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum es ihr hier im wahrsten Sinne des Wortes stinkt. Es ist doch alles sauber, oder? So, wie sieht's da aus? Du kannst von mir aus, pass auf, Teile plündern. Und danach kannst du aufwischen. Achso, Maya hat sich auch mal wieder umgezogen, das ist schön. Was ist... Wow, Telefon in einer Tour, was ist denn hier los? Hey, wir hatten schon lange keine Versammlung mehr. Nein, danke, auf gar keinen Fall. Warum fühlt ihr euch unwohl? Unfreundliche Umgebung, wo denn? Es stinkt hier nirgendwo? Es liegt hier nirgendwo was rum, das ist ja gerne mal so ein Platz dafür. Und der Papa ist doch da gerade schwer beschäftigt mit allem, oder? Der macht das doch, sie räumt jetzt das noch weg? So, packt es in den Mülleimer. Ihr zwei seid fertig, dann würde ich sagen... Achso, jetzt bringt sie es eben raus. Okay, das können wir uns gerne noch anschauen. Und dann gehen wir tatsächlich irgendwo hin. Dann klauen die beiden den ersten Gegenstand, welcher auch immer das sein wird. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Ich bin momentan, oder ich war momentan offscreen, ein bisschen dabei, ein Haus für die Familie Wubbel zu bauen. Das ist aber noch nicht so richtig eingerichtet. Das ist dieses hier, dieses überdimensional große. Da möchte ich aber noch nicht hin, weil es, wie gesagt, noch nicht fertig ist. Hier wohnt niemand. Ja, die Wubbels wohnen jetzt erstmal hier. Das war auch ein super schönes Haus, aber ich hätte gern eigenes gehabt. Aber gut, wollen wir mal hier hin? Ich glaube, wir machen das mal. Das Haus ist nämlich super geil. Habe ich aus der Galerie runtergeladen. Wobei ich jetzt ein bisschen... Pass mal auf, wir speichern mal kurz. Ich habe ein bisschen die Angst... dass das Spiel wieder hängen bleibt, aus irgendeinem Grund, wenn ich da hingehe. Deshalb speichere ich kurz, das dauert schon unglaublich lange. So, sehr schön. Und dann probieren wir mal unser Glück. Ich hoffe, das klappt jetzt. So, wir gehen natürlich komplett mit allen dorthin. Wow, es hat tatsächlich funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Ich hatte gerade echt die Befürchtung, dass das Spiel wieder hängen bleibt. Leute, dieses Haus habe ich in der Galerie gefunden. Es ist von außen schon super schön. Ich weiß leider wieder überhaupt nicht, von wem das ist. Es ist von außen schon super schön, finde ich. Auch wieder so eine Art Traumhaus. Wenn ihr das aber gleich von innen seht, dann werdet ihr wahrscheinlich auch denken so, wow, was, wie kann man denn... Warum kannst du nicht an die Tür klopfen? Ist das nicht die Eingangstür? Was zur Hölle?
Ist das hier die Eingangstür? Das ist die Eingangstür, wie doof. Ja, wenn ihr das gleich von innen seht, boah, schaut mal hier mit so einem Kellergang und so, das hätte ich so gerne. Das ist von innen so genial und so klug. Jetzt geht sie doch da rein. Geht ihr jetzt? Na gut, ich kann aber das Haus noch nicht sehen von innen, ne? Erst wenn jemand hier klopft, oder? Sie geht jetzt, was zur Hölle? Was zur Hölle? Jetzt klopft sie da nochmal an. Ach, wie geil. So, dieses Haus, ich muss wirklich sagen, es ist unfassbar gut eingerichtet. Ich möchte euch das kurz zeigen, denn der Platz wurde so extrem gut genutzt. Also, ich weiß nicht, hier, das ist jetzt natürlich kein Haus mit Kinderzimmern und so. Ich habe die Sims hier einfach nur so einziehen lassen. Und das ist halt alles, schaut euch das mal an, das ist so durchdacht gemacht, so mega toll irgendwie. Und ich hatte doch hier irgendwo das Zimmer gesehen. Das war so mein persönliches Highlight, oder? War das nicht hier? Ist da noch eine Etage drauf? Nee. Ich möchte euch das, wie gesagt, kurz zeigen. Wo war denn dieses super gute Zimmer? Also das hier fand ich schon genial. Das ist so toll mit dem Schreibtisch. Ich bin so begeistert und möchte irgendwann so bauen können. War das hier? Ich muss mal kurz die Wände ausblenden. Denn ihr seht ja, hier wurden überall so kleine Halbwände noch gezogen, um das Ganze, ich weiß nicht, realistischer aussehen zu lassen und irgendwie zu füllen. Weil, schaut mal das hier. Hier ist ein Schlafzimmer, da ist die Tür, da ist eine Wand. Es ist einfach unglaublich toll gemacht, muss ich sagen. Ich finde aber gerade trotzdem nicht mein ultimatives Lieblingszimmer. Wo war das denn? War das hier unten? Also das fand ich echt toll. Das ist halt alles so schön. Aber gut, ich will jetzt hier nicht schwärmen, denn ich glaube, ich muss mich ein kleines bisschen konzentrieren. So, dass es hier nicht zu Komplikationen wegen des Clowns kommt. Wobei ich stark davon ausgehe, dass es ein Problem sein wird. Mit so vielen Sims, die hier rumwuseln. Ich schau mal gerade, wo Maya hinläuft. Okay, Maya läuft nach oben. Dann hätte ich mir nämlich jetzt zuallererst Maike geschnappt und hätte hier unten was geklaut. Okay. Wow, das wird echt richtig problematisch, ne? Ich würde hier einfach gerne irgendetwas mitnehmen. Aber hier sind gerade so viele Kinder. Hier ist so viel los. Könnten wir das versuchen zu stehlen? Könnten wir. Da kommt aber jetzt die Emily rein. Ach, das hier war das. Stopp. Jetzt möchte ich es euch doch nochmal eben zeigen. Maike hat erfolgreich... Hat die schon was geklaut? Nein, sie wurde erwischt. Sie wurde erwischt. Natürlich. Oh Gott. Das hier war aber das Zimmer, was ich so cool fand. Also hier das Schlafzimmer und hinten... Ja, hier die Klamotten, da so eine Wand und da das Badezimmer. Wow, Leute, ich glaube, das können wir echt nicht oft machen, dieses Clown-Gehen mit allen. Das wird ein riesiges Problem. Was macht sie jetzt? Versuchen zu stehlen. Das wird ein riesiges Problem. Pass mal auf, kannst du das hier klauen? Also sie wurde jetzt schon... Oh Gott, sie wurde schon erwischt. Eieiei, das könnte klappen. Das könnte klappen und es hat auch geklappt. Okay, energiegeladen. Hat es bei dir auch geklappt? Ja, anscheinend schon. Und bei dir auch. Das Blöde an der Sache ist tatsächlich, dass sie jetzt... Was machst du? Zusatzaufgaben machen? Was zur Hölle? Das Blöde an der Sache ist jetzt halt, dass sie Dinge geklaut haben, die nicht wirklich so wertvoll sind, ne? Kannst du die Lampe mitnehmen oder irgendwas anderes? Was ist damit? Versuchen zu stehlen? Dann würde ich mal sagen, Marie, du haust mal bitte ab und gehst hierhin. Marie? Marie? Marie, geh schnell weg. Geh schnell weg. Nimm es mit. Ja, hat es geklappt. Es hat geklappt, glaube ich. Sehr schön. Marie hat erfolgreich einen Gegenstand. Ja, ja. Marc hat erfolgreich... Okay, okay. Ihr habt da jetzt Dinge geklaut, die überhaupt nicht so wertvoll sind, ne? Aber es ist egal. Ich bin hier hauptsächlich hingegangen, weil hier die anderen Kinder sind. Weil man hier ein bisschen quatschen kann und die anderen mal kennenlernen kann. Lustig vorstellen und freundlich vorstellen. Kannst du mal machen, auch wenn du jetzt gerade beschämt bist. Und Marie, was machen wir mit dir? Wo sind die anderen? Hier sind so viele Wände und hier sind so viele Kinder, dass ich gar nicht weiß, mit wem wir zuerst plaudern sollen. Oh, wie süß. Was ist denn hier los? Freundlich vorstellen. Bei Timo, kannst du dich auch mal bitte freundlich vorstellen? Ach, wie toll. Und bei Luca kannst du dich auch mal bitte freundlich vorstellen. Ja, also mit dem Clown müssen wir uns definitiv... Oh Gott, diese Wände hier. Müssen wir uns definitiv etwas überlegen, dass wir vielleicht immer nur zu zweit oder so losgehen? Oh Gott, du arme Maus. Du bist ganz beschämt, ne? Das tut mir leid. Ich würde aber sagen, Leute, das war es erstmal für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir hier noch ein bisschen mit den anderen spielen und die anderen so ein bisschen kennenlernen. Was machst du jetzt? Haust du wieder ab? Setze dich zum Papa?
Na gut, auf jeden Fall. Oh, jetzt haut der Papa ab. Na super. Auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Tschüss. Wir sehen anschaut.